Moin Leute, willkommen zurück zu Birth by Sleep. Beim letzten Mal haben wir uns alle Truhen geholt. Kingdom Hearts, Birth by Sleep, ja, Schnauze. Und ich habe noch ein bisschen gelevelt, bin jetzt Level 37. Ich glaube, ich habe 15 Level gemacht jetzt. Ne, 16, 13 Level. Und habe mir meine Kommandos geholt, die ich wollte. Ein Zeitschleißer, das ist so ein Combo-Angriff, der Gegner auch kurz betäubt. Sanctus ist ein flächendeckender Magieangriff, der mich auch heilt. Arsacunum ist auch so mehr ein Combo, der viele Zusatzangriffe hat. Minentapez, so Minen um mich herum für den Fall der Fälle und halt zum Heilen. Und ich habe mir die Fertigkeiten Attacke hast komplett geholt und Magie hast, dass meine Kommandos sich wieder schneller regenerieren. Und jetzt gehen wir. Ach, und es ist wieder Zelda for Play dabei. Hallo. Weil, wenn es so wird, wie ich denke, Bin wäre ich immer ein noch paar Mal. schüchtern. Ich Was? bin immer noch schüchtern. Ja. Weil, wenn es so wird, wie ich glaube, wäre ich ein paar Mal abkacken. Ich glaube, das wird mir taugen. Oder? Ich freue mich. Ich gehe jetzt erstmal in die letzte Welt und es kommt eine Cutscene. Schon wieder. Weltenbeginn halt. Ah, nur eine kurze. Ist kein Ein. Friends forever. Jups, Freunde für immer. Und nicht wundern, wenn der anfängt, einfach zu Busche zu labern. Der zockt gerade Horizon Zero Dawn. Keyblade Graveyard. Schlüsselschwertfriedhof. So, erstmal wieder kurz umschauen. Ach ja, ich habe meinen Gleiter zu einem Feuergleiter umgewandelt. Das heißt, beim Gleiten bin ich ein Feuer umgeben und es tut auch Gegner gut Schaden. Da sage ich nie nein zu. Und der vorletzte Xehanort-Bericht von Ventus. Den letzten kriegen wir nach dem Sieg über den Endboss. Und auch wieder bei Terror sind in dem Gebiet die ganzen Wirbelstürme mit Gegnern drin. Und auch wieder in XXL. So ist der Zeitschleißer. Ihr seht schon, tue mich auch viel rumporten bei dem Angriff. Und die Gegner sind kurzzeitig gelähmt. Ich habe Maschinengewehr. Schön. Sanctum, auch ein sehr großer flächendeckender Angriff und der Arsacunum. Welchen ich vielleicht noch austausche, das weiß ich nicht. Das ist unser Kommando, die klingen nicht. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich ihn bekommen habe. Schaut, finde ich mit dem Schütze, mit den Lichtschwertern auf dem Rücken ziemlich genial aus. Ja.
Geht bei dir irgendwas Besonderes ab gerade bei Horizon? Ja, ich bin mit dem Maschinengewehr in einer Station. Oh. Ich bin overpowered gerade. Wie schauen die Buschetten da aus? Ich war noch in keiner. Mechanisch. Echt? Praktisch. Hätte ich nicht gedacht. Bei einem Game mit lauter Rockmaschinen. Bei mir ist gerade alles finster. Das ganze Game ist bunt und ich bin von einer lilanen Wolke umgeben. So für das Düstere. Das ist die. Was? Was hast du gelabert? Du bist sowas von negativ. Ja, total. Lila Blitze, mal was Neues. Gegnerhorden aufhören. Ah ne, nicht die kleinen Bodenwichser. Die sind Gegner, die steckt im Boden fest und tun jetzt, dass sich hier Windklingen auf mich schießen. Und die haben eine ziemlich hohe Reichweite und das nervt. Ja, hallo? Hörst du dich weg von mir, du Arschloch? Hä? Ich sag doch, dass sie aufhören sollen. Ist mich ja noch verwirrt, das heißt, ich kann nicht konstruiert schauen, wo ich hingehe. Uncool. War zwar jetzt gerade eine fette Verpfändung für so ein Viech, aber es hat überlebt. Hat man stärksten Angriff überlebt, scheiße. Gott, jetzt noch letzten Zonen hier im Gebiet suchen, dann hab was. Wenn ich in den Gegner heute kommen würde. Ein Bug. Ich habe gerade einen Angriff gemacht, bei dem ich mich zu Gegnern teleportiere und bin in der Luft an derselben Stelle die ganze Zeit hin und her teleportiert. Obwohl der Gegner ein paar Meter vor mir war. Das da. Hm? Ist geflogen. Nein, teleportiert. Von links nach rechts teleportiert die ganze Zeit. Das sah seltsam aus. Das sah sehr seltsam aus. Du auch. Echt? Ja. Glaub, da ist dein Bruder normal als du. Und der hat schon mega Schaden. Der hätte sowieso gestern mega Dusel gehabt. Ich habe selten viel Geld bei mir. Kommt er gestern zu mir auf die Arbeit, fragt noch, ob ich 20 Euro da habe, um auszuleihen. Der einzige Tag, wo ich mal einen Zwacken bei mir dabei habe. Als ob er es gewusst hätte. Ja, natürlich. Der einzige Tag, wo ich mal mehr als 10 Euro bei mir habe. Ja. Momentan schon. Nein, das wird echt. So, Schatzliste. Schlüsselschwert trifft noch drei Truhen.
Ah, Stecker haben wir schon mal alle, cool. Noch zwei Truhen. Und wieder ein Scheißwirbel. Wie geht's? Oh, Level Up, cool. 39. Hab ich auch bei. Ja, schön. Au. Schon wieder diese scheiß kleinen Bodenwichser. Au. Oh, mein Auge juckt gerade. Was ist im Auge drin? Zurück. Hab ich gerade. Bin vergiftet. Ha? Nein. Ich bin zumindest gerade im Game vergiftet. Und zwar wirklich kurz nach dem Auge jucken. Interessant, das war gerade sehr. Darf man das weird nennen? Wer weiß. Ah. Ich glaube, das müsste die letzte Truhe hier sein. Und die letzte Truhe müsste, glaube ich, im Endgebiet rumgammeln. Gammeln, mein Gott. Rumgeiern, rumgammeln. You know what I mean. Nein, was genau meinst du? Dass ich Truhenstandort verwechselt habe mit Aqua. Die Truhe, die ich meine, ist mit Aqua hier, nicht mit Ventus. Ach, da ist die Truhe. Wie konnte ich daran vorbeifliegen? Kannst du dir sowas Einfaches nicht merken? Es sind drei verschiedene Charaktere. Ich habe das Game zuletzt vor 4 Jahren oder so gezockt. Das ist nur eine Truhe, okay? Und ich habe nicht so wie du ein überallstes Gaming-Gedächtnis. Der sich jeden Scheiß merken kann. Nach einmal zocken. So, tun wir jetzt noch das Dickalbum hier komplettieren und die Items zu holen. Und dann geht's auf zum Endboss. Ja, was hier gibt's solch Sammel-Items, das sind Sticker. Die kann ich in ein Album kleben, wo ich Punkte bekomme und dafür Items bekomme. Und ja, ich finde es irgendwie seltsam. Du bist seltsam. Nicht so seltsam wie du. Vor allem, wenn ich die an bestimmten Stellen hin, kriege ich mehr Punkte. Wodurch ich. Wo gehst du hin, Trick? Trick war doch der rote, oder? Von den dreien. War das nicht Trick? Tick, Trick und Trick. Keine Ahnung. Das. Ist gerade. Ich weiß es gerade nicht. Die heißt im Englischen sowieso anders. Hast du es gewusst? Howie, Dewey und Huey, glaube ich. Ich weiß es gerade nicht genau. Also einer hieß Huey und der andere hieß Dewey. Das weiß ich. Ich weiß nicht, wie das Kürzer ist. Das sieht aus wie Tingle, Jingle, Swingle und David. Ja, einer heißt auf jeden Fall. Bei einem reimt es auf jeden Fall nicht. Du hast Swingle vergessen. Du hast Swingle vergessen. Tingle, Swingle, Jingle und David. War David nicht der eine komische da? In der wohl nicht zu der Familie gehört. Warte, das, der hat doch in Windtracker nach denen gesucht, oder? Nein, nein. In Windtracker war ein einfacher Mann, in wo sie, so gesagt, die Kleidung aufgezwungen haben und ihn zum Arbeiten gezwungen haben. Echt? Also das,
Leuchtturm drehen lassen. Stimmt, 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 das war der unten. Mit dem Jingle, glaube ich. Jingle stand dann am Rand und Swingle ist gekommen, wenn du die goldenen Jingle-Statuen. Genau, den habe ich gemeint. Konnte ich nie nutzen, weil ich hatte damals. Ich hatte extra. Ja, ich hatte ja nicht von der Gamecube. Ich habe extra, um Windwalker zocken zu können, von einem Kumpel die Gamecube ausgeliehen. Ja, das wertvolle Link-Kabel. Er hat keins gehabt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch keinen GBA gehabt. Den hat sie mir. Ich hatte ja einen GBA. Und dann hat sie mir Elvis dann mal abgekauft gehabt für 50 Euro. Warte, dein Kassar hat es dir abgekauft? Ja. Wo kommt die scheiß Wolke hin? Mann. Ich weiß nicht, der hatte damals seinen GBA verkauft gehabt, als er in Kroatien war. Dann war ich mal dort, haben ein bisschen gezockt. Hatte mich, bevor ich wieder heimgefahren bin, gefragt, ob ich ihn verkaufen will für 50 Euro. Habe ich gemacht. Hm? Ich habe gerade mit dem Gegner geredet. Ach so. Wenn es sonst nichts ist. Nervt er dich? Ja, und das Maschinengewehr, weißt du, wie das heißt? Nein. Todbringergewehr. Ist es verwerflich, dass ich gerade an Todbringer aus Skyward Sword denke? Nein. Hast du wahrscheinlich deswegen gesagt, oder? Hä? Genau. Und irgendwie werden hier gerade die Menschen mit den Maschinen, also durch die Maschinen gerannt. Ja. Kommen die letzten Items hin? Nein, ich muss dir gerade Sticker aufkleben. Oh, nein! Das Problem ist, ich kann die aufkleben, hinkleben, wo ich will. Aber erst wenn die richtig kleben, dann kommt so ein Bio-Ton, dann kriege ich mehr Punkte für. Und das, so kriege ich den letzten Angriffsstil. Und der ist nicht schwach. Schön, wenn man hier gerade Zeit verschwenden. Den Blumen. Sag mal, Basti, was tust du nicht buggen, bitte? Rot. Die Antwort passt zu dir. Was hast du dir schon wieder explodiert, Mann? Du? Ja. Echt jetzt? Bist du gerade echt explodiert? Ja. Warum? Weil da spezielle Fässer sind und die machen große Explosionsschaden und die one-hitten mich. Cool. Also bist du gerade live gestorben. Ja. Sozusagen. Cool. Super, jetzt fehlen mir noch 14 Punkte. Nehmen die Waffe. Nein, 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 nicht explodieren. Also ich esse explodiert, aber hat mich nicht umgebracht. Schade. Kannst du nochmal explodieren? Nein, ich bin fast erschossen.
Geht doch. Müssen Sie das in, müssen Sie wieder rein. Okay. Ich will aber das Psychiewehr, das Leben liegt. Genau das. Danke. Aua. Darf ich? Aua. Nein! Ich wurde von Mensch und Tier vergewaltigt. Basti? Mensch und Tier. Das wollte ich nicht wissen. Jetzt weiß es aber. Ich hätte auch ohne es wissen weiterleben können. Glaube ich nicht. Ah. Du bist falsch. Jetzt hat Kryptomeister erhalten. Sehr gut. Das ist eine Nistung bei 20 Minuten. Ja, passt. Du speichert und geh dann zum Kampf über. Was ist denn los? Bist du schon wieder gebiebt? Das ist so nervig. Was denn? Ich weiß, wo sie spawnen. Also ich kann ihnen dauernd hier eine Falle stellen. Okay. Bis sie gleich instant drauf mit so fallen. So, jetzt laufen wir mal da den. Ist der erste draufgegangen. Nächste Cutscene rein, das wird eine längere Cutscene, Basti. Die Cutscene, die kennen wir schon, ist ein bisschen länger. Ich glaube, da kannst du auch labern. Ist ein, zwei selbe Cutscene wie in der letzten Storyline. Ich verzweifle. Fuck, ich wollte noch seinen Move ändern. Oh, zu spät. Kinder, 3 Uhr morgens. Noch nicht ganz. Weiß ich, 4 Uhr morgens? Nein, nein. Jörg? Ja. Kinder. That's right. I was stupid and helped saying or do it. The master. Ich glaube, ich habe mich in diese Explosions. I only fought because I wanted to protect him. Ja, verständlich. Wenn man bedenkt, wie ich Dying Light zocke, auch sehr viel explosionsartig. Sehr viel explosionsartig. Gutes Deutsch. Ups. Explosionen machen immer Spaß in Games. Das sind immer die geilsten Waffen. Ich sollte direkt von dem Explosionswasser. Trottel. Hack sie doch selbst in die Luft. Ich komm da eigentlich immer noch hin. Okay, du gehst jetzt in die Sprengfalle, während ich drin stehe. Okay. The master said we can't let that happen. And he tried to destroy me for it. I still don't know. Spawn da unendlich dran. Das wäre ein gutes Level. Even
just the okay. Thing. Relax, man. We're here, and we're gonna take care of you. I may have to fight Vanitas after all. Guys, I want you to. The three of us can never be torn apart. Aber jetzt alle. Das wird aufgegangen, glaube ich. Ach, du heilige Scheiße. Zum Glück ist das das Finale. Ich bin ein bisschen müde. Finale. Oh. Finale. Ja. Oh. Das ist die Waffe, die ich nicht haben will. Das ist dann furchtbar langsam sind. Ach ja. So. Und da ist die dritte Waffe. Zack. Die andere drauf. Und jetzt beginnt eine geile Katzenkampf. Katzenkampf. Na, Katzenkampf. Ja, ich hab's aber in ein paar mit Absicht so gesagt, weil in der Katze eine Katze kam. Katzen. Da ist ja noch eine Waffe. Alter, was? Wieso bin ich da eigentlich öfters drauf gegangen? Man kann doch Rise nach Waffen looten. Ich hatte nur Waffen kaufen. Nein, also du kannst die Waffen aufsammeln und dann. Achso, so sekundäre Kurzzeitwaffen. Genau. Verbrauchswaffen, so. Ja. So, jetzt erfahren wir mal, was bei Ventus passiert ist in diesem Kampf. Nicht nur bei Terror. Was? Nee. Das sind drei verschiedene Charaktere. Jeder hat seine eigene Story und die treffen halt im letzten Welt aufeinander. Und man erfährt halt mit dem Charakter eine andere Seite von dem Kampf. Die haben halt ihre eigenen Kämpfe. Nein, ist noch eine Cutscene. And freeze. Ben, are you okay? Scheiße, schaffe ich den Kampf in einer halben Stunde? Ich schaff's mal. Halbe Stunde, zwei Kämpfe und Abspann. Sollte gehen. Darf halt nicht zu oft sterben. Weil denn nach 60 Minuten ich kann maximal 60 Minuten am Stück aufnehmen. Ach, Break, den kennen wir noch aus der Terror Storyline. Den Namen hat er von Terror bekommen. As if. You're only here so that when I finish you off, Terror will succumb to the darkness. So,
Who wants to go first? Shut up! Oh, so this kiddo thinks he's a full-fledged Keyblade wielder. Huh? Bist du immer noch in einer Katze? Yep. Keep trying to drive us apart with your mind games. It'll never work. Terra will prove to you he's stronger. Aqua. I keep forgetting, don't mess with Keyblade wielders. But you know what? That just means I made the right choice. Well, he wanted me to buy time, and I'd say he got it. What? Ven! Aqua! Und da geht Aqua hops. Nein, tot. Das ist die. Warum stirbt das? Nee, sie stirbt nicht. Scheiße, Spoiler. Nee, das war mein Liebling der drei Charaktere. Und sie ist auch der wichtigere von den dreien für die Story. So, endlich. Cutscene vorbei. Der erste Kampf geht los. Besiege Vanitas. Ein scheiß nerviger Gegner. Und der hat auch komplett anderen Kampfstil als den Kampf gegen Terra. Fällt mir gerade auf. Oh, ich mach ganz schön viel Schaden bei ihm. Das. Ja. Au! Oh, senkt zu mich wieder komplett sein, geil. Wusste ich gar nicht. Hätte ich mal wie gar nicht rausnehmen können. Wie soll ich sagen, Basti? Der Kampf ist schon vorbei. Nee, ich glaube, du schaffst es nicht innerhalb von 20 Minuten. Naja. Ich habe viel mehr Schaden gemacht, als ich dachte. Das waren 20 Sekunden, 30 Sekunden vielleicht. Aber das war der einfache der drei Kämpfe. Vanitas True Face. Okay, ich sag mal, Lava is one hit. Auf dich? Ja. Cool. Nein, nicht dein Ernst. Alter, das mache ich nicht normal. Da laufe ich jetzt weg. Das ist scheißegal. Okay. Das ist gerade wichtige Cutscene, was du. Oh, ich muss das jetzt. Super. Were the perfect opponents. And better yet, no matter how many times you defeat them, their negativity flows right back into me. You never stood a chance against us, Ventus. So. Ich glaube, ich verzweifle in dieser Fundstätte. Die Keyblade wird erschaffen. Keyblade, Key, C. Weiß nicht, was ausspricht. Was? Ja, das, was nicht geschehen sollte, ist geschehen. Steck mich vor den Maschinen und dann lass ich die Maschinen alle umringen.
Warum sehen die mich jetzt alle? So. Our union was not finished. Das ist die Keyblade. Ich muss eine Zeit lang überleben, sehe ich gerade. Ja, das schaffst du. Join me now. We can complete the Keyblade. Ich habe etwas gesehen. I've got a better idea. Ach, was I destroy you both. The Keyblade is made of your heart too. Oh fuck. If you destroy it, your heart will kommt daraus, wo ich mich versteckt habe. Cool. Whatever it takes. Anything to save Terra and Aqua. It's always about your friends, isn't it? At least I have some. I've become a part of their heart. Just as they become a part of mine. My friends are my power, and I'm theirs. So, jetzt beginnt der letzte Kampf. Ich muss sagen, eine geile Musik. Gegen Vanitas mit der Keyblade. Und wir erfahren haben, Vanitas ist auch der... Autsch, scheiße. Der Herr der Unversierten. Das heißt, ein Teil von ihm. Und das ist auch der Kampf, wo ich früher immer übelst Probleme hatte. Also kann sein, dass ich hier einsamer sterben werde. Ich bin tot. Ich habe gerade mit einem Move Gegner so 5-6 Leben abgezogen. Hätte ich meinen nächsten Angriff noch machen können, hätte ich gewonnen. Also auf Runde 2. Nur das Problem ist, wenn die HP auf 0 sind, kommen noch eine Runde gegen ihn und die ist etwas schwerer, weil ich da nicht wirklich steuern kann. So, ich glaube, ihr seht, warum ich den Zeitreiter haben wollte. Das Ding macht viel zu viel Schaden gegen Vanitas. So, Runde 2 von 3 gewonnen. Jetzt kommt der finale Kampf. Hast aber sehr viele finale Kämpfe. Der Kampf ist ja aus 3 Runden. Ich kann mich hier nicht wirklich bewegen. Das Einzige, was ich machen kann, ist halt hin und nach rechts und... Ich bin ein bisschen eingeschränkter. Gerade was mein Moveset angeht. Nur ich vergesse, was ich hier machen muss. Ich habe halt nur den Dunkelspleister. Bei dem halt dieses... Scheiße. Doch. Und tot. Also ich bin tot. Und das Problem ist, dann geht's halt wieder hier los. Ich muss ihn hier erstmal wieder besiegen, bevor ich zur letzten Runde komme. Ja, du bist auch ein Teil von mir, du Idiot. Au! Alter, ey. Okay, das ist jetzt scheiße. Ich habe nur ein HP und habe jetzt keine Heilungsmöglichkeit mehr. Achso, ich werde komplett geheilt, okay. Nein, falsche Taste. Falsche Taste, toll. Mist.
Und ich bin tot. Igitt. Ja, ich habe halt in der letzten Phase keine Heilungsmöglichkeit. Ja, ich weiß. Aber wenigstens mache ich ihm hier schnell viel Schaden. Sehr viel. Er ist nämlich bereits auf 0. Er ist bereits auf 0. So, jetzt kommt wieder die letzte Runde. Hey, da ist noch ein Schaden, noch ein Treffer angekommen, der Penner. Also ich hätte jetzt gerade sterben können, wenn mein Angriff nicht gegangen wäre. Ich glaube, ich muss einfach nur 3-4 Mal diese Wirbelscheiße hier gewinnen. Achso, Schlussstrich, okay. Achso, wir mussten einfach bloß unseren Kommando voll aufladen. Und dann. Okay, doch noch nicht. Zu Ende. Ja, und ich bin tot. Ist halt scheiße, wenn. Du musst gegen einen Gegner kämpfen, der quasi endlich Leben hat. Und du musst in diesem. Du musst einfach nur mit vorgehenden Angriffen eine Leiste mehrfach auffüllen. Das kriegst du schon. Natürlich. Ich sag, ich werde ein paar Mal sterben, wie ich gesagt habe. Und das ist halt, was mich gerade ankotzt. Dass ich genau wusste, ich werde hier verlieren ein paar Mal. Und das ist nicht mal der schwerste Boss. Die ganz schweren Bosskämpfe kommen jetzt mit Aqua. Aber dafür hat die auch viel geilere Moves. Natürlich, falsche Taste. So. Okay, ich hab gewonnen. Ich hab wohl voll mit dem Angriff nicht richtig getroffen. Benitez ist besiegt. Und die Keyblade zerstört. Also wird jetzt zerstört. Nur weil die Keyblade ein Teil von Ventus Herzen ist, wird damit auch Ventus Herz stark beschädigt. Das ist jetzt von Ventus, was sich jetzt einen neuen Wirt sucht. Xehanort-Bericht Nummer 10.
wie süß. Ich habe Gegner verwandelt. Nichts Neues bei dir. Und unsere leere Hülle wird gerade von König Mickey gerettet. Mickey rettet den Tag. Ah ja. Ja, Mickey Maus vor allem. Oh Junge! Englische Stimme bitte. Was ist? Englische Stimme. Die ist auf Englisch noch schlimmer. Ja. So warm. I remember now. This is your heart. Das ist dein Herz. Was? Und Abspann. Ja, in wessen Herzen Ventus Zuflucht gesucht hat, das erfahren wir erst am Ende bei Aqua. Leider. Ich habe es echt noch geschafft, einen Part reinzukriegen. Wie oft bin ich gestorben? Viermal, Basti? Ungefähr viermal bin ich gestorben, oder? Also, 4-5 Mal. Ja. Ich hätte bei Meister Error Quest. Ja, ist halt so. Ich hatte damals der Error Quest, also den einen Bosskampf, wo ich eine Dreiviertelstunde gebraucht habe, war ich bei 15 Mal aufhört zu zählen. 15 Mal schon eine ordentliche Anzahl an Toten. Und ich weiß, das wird der finale Boss bei Aqua übertrumpfen. Jetzt mal davon abgesehen, dass in dem Teil einer der stärksten Kingdom Hearts Geheimbosse lauert. Nowhurt. Ich habe noch nie genau gekämpft, ich weiß nicht wie stark der ist, aber es soll der stärkste Kingdom Hearts Boss sein. Ich fand Zephyr auch schon schlimm genug in Kingdom Hearts 2. Was ich muss echt sagen, wenn du so auf Fantasy-Rollenspiele stehst, dann hol dir mal die Kingdom Hearts Remakes für die PS4. Lohnt sich auf jeden Fall. 4 Games für 50 Euro. Hast bei jedem Game so ungefähr 30, 40 Stunden Spielzeit. Und gerade in Kingdom Hearts 2 kannst du sehr viel looten. Für die besten Waffen. Ich weiß, das machst du gerne. Hast du nicht so viel Sidequests gedönst wie in Final Fantasy 15 oder in Zelda, aber kannst genug machen. Ach, Donald und Goofy bekommen auch eine kleine Sequenz im Abspann. Ja? Donald und Goofy. Ja, allerdings nur in Kingdom Hearts 1 und 2 haben die wirklich eine Hauptrolle. In den anderen Teilen sind die bloß so Nebencharaktere. Zum Beispiel in dem Teil hier haben die, glaube ich, ganze 3 Zwischensequenzen, in denen die auftauchen. Ja, wenn man bedenkt, dass in Kingdom Hearts 1 und 2 im ganzen Game mit dabei sind. Birth by Sleep. Ja gut, da war es auch so. Ja. Also. Kampfbericht. Erstmal Trophäe erhalten. Der Schlafende. Ja, der Schlafende, weil Ventus ab jetzt schläft. Schwierigkeitsgrad Profi. Vollständigkeitsgrad der Berichte 60%. Mir fehlen noch ein paar Angriffe, die ich fusionieren muss und die Mirage Arena. Besiegte Gegner 1626. Wow. Häufigste Kommando, Folge 121 Mal. Kommandostil, Feuerbrunst 74 Mal.
Häufigster D-Link, Aqua 13 Mal. Eigentlich ist es fast jetzt mal zu retten. Spielzeit 9 Stunden und 17 Minuten und 3 Sekunden. Mann. 3 Sekunden haben sie rausgezögert. Ja. Das war wahrscheinlich das eine Mal, wo ich gestorben bin. Nein, das war wahrscheinlich eins von den 4 Mal, da du gestorben bist. Ja, der eine Tod, der war ja auch nach 10 Sekunden. Ich hätte einfach den ersten Kampf schneller beenden sollen. Nicht erst in 20 Sekunden, sondern 10 Sekunden. Genau. Weil du immer so lange brauchst. Ja. Ich sage nur, Nui in Nio. Das war ein 10 Sekunden Kampf. Das war schnell bei uns. Ja, dezent. Ich habe gerade Erfahrungspunkte bekommen, obwohl ich nicht mal im Kampf mitgearbeitet habe. Auch gut. Hey, ich bekomme Erfahrungspunkte durchs Laufen. Ich habe eine Fähigkeit bekommen für jeden schon einen Erfahrungspunkt. Ich hatte deswegen mitten in meinem Bosskampf ein Level abgehabt. Das muss man erstmal schaffen. Level up! Mit dem Bosskampf, ja. Das habe ich total irritiert. Ja, ich würde sagen, das war's jetzt für die Ventus Story. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich mit Aqua anfange. Bis dann, Leute. Ciao. Magst du noch was sagen? Nein. Okay. Ciao, Leute.